Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Sehen Sie, wie Sie E-Mail-Dateien von Ihrem Postfix-Mail-Server mit Dovercode wiederherstellen können. Erfahren Sie, wie Sie Ihre E-Mails sichern und verlorene E-Mails wiederherstellen können und wie Sie E-Mails auf einen neuen Server oder einen anderen Clientsrechner verschieben können. Die Datensicherung ist ein wichtiger Bestandteil, um einen Server und die gesamte Domain auf Laufen zu halten. Da der Server ein wichtiger Teil des Netzwerks ist, sollten Sie regelmäßig Backups erstellen. Wenn etwas schief geht, zum Beispiel ein Hardware-Defekt, können Sie Ihren Server anhand der Sicherung wiederherstellen. Was aber, wenn Sie nicht von einem Backup wiederherstellen können oder wollen? In einem solchen Fall kann die Hetman Partition Recovery Software helfen. Sie können damit verlorene E-Mails von Ihrem Server wiederherstellen. In diesem Video zeige ich am Beispiel des E-Mail-Clients Tombard auf einem Linux-Betriebssystem, wie man Dateien sicher und Daten auf einem Client-Rechner wiederherstellt und wie man E-Mails nach einer neuen Installation oder Formatierung des Laufwerks auf dem Server wiederherstellt und wie man E-Mails auf einen neuen Server migriert. Schauen wir uns zunächst die Gründe an, warum Sie den Zugriff auf Ihre E-Mails verlieren könnten. Es kann eine Vielzahl von Gründen geben, warum E-Mails verloren gehen. Die Hauptgründe für verlorene E-Mails sind folgende: versehentliches Löschen eines Benutzerordners auf einem Clientsrechner, Störung des Servers, Störung des Mail-Servers, falsche Verwaltung, Verlust des Zugriffs auf die Mailbox, Überschreiben von Daten im Falle einer Neuinstallation oder versehentliche Formatierung der Festplatte. Bevor Sie mit der Suche nach verlorenen Daten beginnen, müssen Sie festlegen, wo Sie nach E-Mails-Dateien suchen wollen. Wie Sie wissen, werden alle E-Mails, die auf dem Server angehen, in einem bestimmten Verzeichnis gespeichert, bis sie gelöscht werden. E-Mails vom Server werden gelöscht, wenn sie auf dem Postkorb gelöscht werden. Wenn Sie einen Mail-Client auf einem Clientsrechner verwenden, werden die Nachrichten nicht nur auf dem Server, sondern auch dem Clientsrechner gespeichert, auf dem der entsprechende Mail-Client verwendet wird. Am Beispiel zeige ich Ihnen, wo die Benutzerdateien des Thunderbird Mails Clients gespeichert sind, wie Sie sie sicher und wiederherstellen können. Auf einem Linux-Betriebssystem speichert der Mail Client Mozilla Thunderbird alle Clients Benutzereinstellungen, Passwörter, Adressbücher und E-Mail-Dateien auf dem Clientsrechner des Benutzers. Wenn das Programm zum ersten Mal gestartet wird, wird das Standardverzeichnis unter folgendem Pfad erstellt. Dieser Ordner ist ausgeblendet, sodass Sie über das Fenster des E-Mails-Clients auf einen Inhalt zugreifen können. Oder Sie können die Anzeige von ausgeblendeten Ordner aktivieren. Menü, eine Markierung setzen, versteckte Dateien und Ordner anzeigen. Um diesen Ordner im Anwendungsfenster zu öffnen, gehen Sie auf Menü, Hilfe, Problemlösungsinformationen. Suchen Sie in der geöffneten Registerkarte die Zeile Profilordner und klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner öffnen. Der Benutzerordner wird dann im Explorer geöffnet. In diesem Verzeichnis finden Sie Kalender, Einstellungen, E-Mails-Ordner und so weiter. Mozilla Thunderbird hat keine eingebaute Werkzeuge, um Profildaten oder Benutzerkorrespondenzdateien zu sichern. Wenn Sie also das Benutzerprofil auf einem anderen Computer übertragen müssen oder wenn Ihr Computer oder Betriebssystem aus irgendeinem Grund abstürzt, gibt es zwei Möglichkeiten: die Verwendung von Software eines Drittanbieters oder die manuelle Sicherung des Profils. Um Ihre Daten zu sichern, gehen Sie ein paar Ebenen höher und kopieren Sie den Ordner auf ein anderes Laufwerk. Wie Sie sehen, wird für jeden Benutzer ein eigener Ordner mit einem zufällig generierten Namen erstellt. Um die Daten auf einem anderen PC zu übertragen, müssen Sie den Inhalt dieses Verzeichnisses auf den neuen PC in denselben Ordner kopieren. Um Daten aus einem Backup wiederherstellen oder auf einem anderen PC zu übertragen, installieren und starten Sie Thunderbird auf den neuen PC. Wenn die Anwendung zum ersten Mal gestartet wird, wird ein neuer Benutzerordner in dem zuvor angegebenen Pfad erstellt.
Schließen Sie die Anwendung, ohne irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Navigieren Sie zu dem Pfad, in dem sich der Profilordner befindet. Und ersetzen Sie den Inhalt des neuen Profilordners durch die Daten aus der Sicherung. Nach dem Starten der Anwendung sind Sie mit dem alten Benutzerkonto angemeldet und sehen alle Nachrichten, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Backups vorhanden waren. Falls Sie versehentlich einen Benutzer auf einem Clients-Rechner gelöscht haben, der Server aufgefallen ist und Sie keine Sicherungskopie der Daten haben, können Sie diese mit Hetman Practitioner Recovery wiederherstellen. Im Falle des Linux-Betriebssystems müssen Sie das Laufwerk an einen Windows-PC anschließen. Nach dem Start des Programms werden alle auf Ihren PC angeschlossenen Laufwerke angezeigt. Klicken Sie in dem sich öffnenden Fenster mit der Rechnermaustaste auf das Laufwerk, auf dem der Ordner mit den Dateien Ihres Mein Client gespeichert ist, und wählen Sie Öffnen. Als nächstes müssen Sie die Art der Analyse auswählen, Schnellscan oder vollständige Analyse. Es wird empfohlen, zunächst schneller Scan durchzuführen, da dies weniger Zeit in Anspruch nimmt. Wenn die Software die benötigten Dateien nicht finden kann, führen Sie vollständige Analyse, wählen Sie ein Dateiensystem weiter. Wenn Sie fertig sind, navigieren Sie zum Pfad, in dem sich die Dateien des Benutzers befanden. Wählen Sie den Ordner aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie an, wo die Daten gespeichert werden sollen, das Laufwerk und den Ordner, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Alles, was noch zu tun ist, ist die Dateien des neuen Benutzers zu ersetzen, wie ich es Ihnen zuvor gezeigt habe. Danach sehen Sie alle wiederhergestellten Nachrichten in Ihrem Posteingang. Wenn das Programm den Zugriff auf das Benutzerkonto nicht wiederherstellen konnte und die Nachrichten unzugänglich bleiben, können Sie sie mit einem Texteditor anzeigen. Öffnen Sie dazu Ihre Posteingangsdateien, folgen Sie diesem Weg. Die Datei ist Inbox. In dieser Datei werden alle bei der Post eingegangenen Nachrichten erfasst. So können Sie die gewünschten E-Mails oder den Inhalt einer wichtigen Nachricht aufbauen. Wenn Sie mit dieser Methode keinen Erfolg haben, versuchen Sie, Ihre Daten von Servern wiederherzustellen. In einem früheren Video habe ich bereits die Installation und Konfiguration eines Postfix-Servers mit Dovecode gezeigt und wo die MRS-Dateien gespeichert werden. Je nach Art der MRS-Speicherung können die Dateien in einem Ordner VARmal mit Benutzernamen gespeichert werden, wenn MBox verwendet wird. Und im Ordner MalDir, wenn dieser Speichertyp verwendet wird. Das MalDir-Verzeichnis des obersten Ebene enthält diese Ordner. Wenn eine Nachricht zugestellt wird, wird sie in einer Datei im Unterverzeichnis TME angelegt.
Der Dateiname wird aus der aktuellen Uhrzeit, dem Hostnamen, der ID des Prozesses, der die Datei erstellt, und einer Zufallszahl generiert, so wird die Eindeutigkeit der Dateiname gewährleistet. Nachdem die Nachricht in die Dateien gespeichert wurde, wird ein Link auf die Daten in neuen Verzeichnissen erstellt und der aktuelle Link von TMP gelöscht. Wenn eine ML-Client Nachrichten in dem neuen Ordner findet, verschiebt er sie nach Karl mit Rnamen, da es sonst zu doppelten Nachrichten kommen kann, und fügt Informationssuffix an ihren Namen an. Das Informationssuffix besteht auf einem Doppelpunkt, um den eindeutigen Teil des Dateinamens von den aktuellen Informationen zu trennen, der Zahl 2, einen Komma und verschiedene Flags. Die Zahl 2 gibt die Version der Informationen nach dem Komma an. Die Spezifikation definiert Flaggen, die anzeigen, ob eine Nachricht gelesen, gelöscht und so weiter, wofür die ersten Großbuchstaben der folgenden Wörter verwendet werden. Passet, Replit, Ziehen, Dreschütz, Dreft und Pfleges. Neue MLs werden also in den Ordner New abgelegt und nach dem Lesen in den Ordner Char verschoben, indem sie unbenannt und mit dem Suffix versehen werden. Um die MLs-Dateien zu sichern, öffnen Sie das Verzeichnis des betreffenden Benutzers und kopieren Sie die Nachrichtendateien auf ein anderes Laufwerk. Um MLs aus der Sicherung wiederherzustellen, müssen Sie die Nachrichtendateien aus der Sicherung in den Namen ordnen. Danach werden Sie die Meldungen im Clients-Fenster nicht mehr sehen, da einige Änderungen vorgenommen werden müssen. Sie müssen die Dateinamen bearbeiten, damit sie im MLS-Clients angezeigt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Umbenennen. Hier müssen Sie alle Zeichen entfernen, die nach dem Dateinamen Ihres Servers stehen. In meinem Fall ist es 2S Doppelpunkt mit 2S. Öffnen Sie dann Ihr MLs-Programm und klicken Sie auf ML akzeptieren. Wenn Sie dies tun, werden die gespeicherten ML in Ihres Posteingang mit dem Status ungelesen angezeigt. Auf diese Weise können Sie versehentlich gelöschte MLs aus Sicherungsdateien wiederherstellen oder MLs auf einen neuen Server übertragen. Im Falle eines Serversabsturzes, der versehentlichen Löschung eines Benutzers, einer Laufwerkformatierung, einer Neuinstallation des Betriebssystems, verlorenen MLS-Dateien und fehlender Backups, können diese mit Hetman Partition Recovery wiederhergestellt werden. Im Falle des Linux-Betriebssystems müssen Sie das Laufwerk aus dem Server entfernen und an einen Windows-PC anschließen. Führen Sie das Programm aus und scannen Sie das angeschlossene Laufwerk. Navigieren Sie dann zu dem Pfad, in dem die Dateien der MLS gespeichert wurden. Wählen Sie den Ordner oder seinen Inhalt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Wählen Sie dann einen Datenträger und einen Ordner aus, in dem die Dateien gespeichert werden sollen, und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen.
Bei Speicher fordert das Programm Sie auf, die Dateinamen zu ändern, da Sie einen Doppelpunkt enthalten, der in den Dateinamen agierenden Betriebssystem, einschließlich Windows, nicht unterstützt wird. Daran ist nichts ausgesetzt, da die Dateien beim Kopieren aus den Servern ohnehin unbenannt werden und diese Zeichen dann entfernt werden. Aktivieren Sie das Kästchen neben unbekannte Zeichen, ersetzen und klicken Sie auf Unnehmen. Nach dem Wiederherstellen erhält der Ordner die MRS-Dateien und Sie können sie auf den neuen Server übertragen. Bevor Sie die Dateien kopieren, müssen Sie den Server konfigurieren und einen Benutzer mit demselben Namen anlegen. Die Dateien werden in den neuen Ordner kopiert und die Namen werden, wie oben gezeigt, bearbeitet, indem das Suffix von mehreren Symbolen entfernt wird. Nachdem Sie Ihr Mail-Programm geöffnet und Ihre Mails überprüft haben, klicken Sie hier, um die Mails abzurufen. Wie Sie sehen können, haben wir alle Nachrichten wiederhergestellt. Wenn ein Benutzer aus irgendeinem Grund unwiderruflich den Zugang zu seinem Thunderbird oder einem anderen MS-Client-Profil verloren hat, kann der Inhalt der Dateien in einem Texteditor angezeigt werden. Wenn Sie sie öffnen, sehen Sie den ursprünglichen Inhalt des MS mit Absender, Empfänger, Text und anderen Daten. Auf diese Weise können Sie die erforderlichen Daten aus der wiederhergestellten MS abrufen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.